Geschosse zart, die Geschäfte sind geheim, du, jeder Gott. Ja, also wir haben mit dem Piepshow-Betreiber Kontakt aufgenommen, das heißt, den haben wir mal ausfindig gemacht und begonnen, eine E-Mail hinzuschreiben. Und ganz zu Beginn, glaube ich, hat er uns nicht wirklich ernst genommen, war aber dann nach einem kurzen Hin und Her, war er voll begeistert von unserer Idee, unterstützt uns auch tatkräftig, also er stellt uns diese Piepshow kostenlos zur Verfügung, damit wir die nutzen können. Ich finde es auf der einen Seite ein bisschen schräg, in eine Piepshow zu gehen, weil ich in meinem Leben noch nie dort war. Ja? Und auf der anderen Seite finde ich es ein gutes Projekt für die Sexarbeiterinnen, ja? Weil die, da wird ja für die gespendet. Weil im Moment sind die ganzen Prostitutionslokale noch geschlossen, Sexarbeiterinnen dürfen nicht arbeiten. Und jetzt hat man da irgendwie eine super innovative Idee gehabt und da möchte ich gerne dabei sein. Mit heute Kaffeeklein, die alte Partie, die sie beim Wirten.